74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehe ich jetzt gerade. Ich glaube, das ist eine gute Zahl, um schon mal zu beginnen. Die anderen trudeln einfach dann noch gleich ein. Herzlich willkommen auf jeden Fall schon mal von meiner Seite zur Auftaktveranstaltung von OpenGPTX. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des gesamten Konsortiums. Viele von Ihnen werden Sie auch dann auf der virtuellen Bühne gleich sehen und zu hören bekommen, damit wir auch die Einblicke von allen möglichen Seiten in OpenGPTX teilen. Mein Name ist Vanessa Kerne, ich bin Geschäftsführerin des KI-Bundesverbandes und leite Sie jetzt durch die Nachmittagsveranstaltung. Als KI-Bundesverband sind wir auch Teil des Konsortiums. Falls Sie sich fragen, was wir als KI-Bundesverband hier machen, genau das ist quasi unser Motto hier. Wir wollen quasi auch Sprachtechnologie in Europa fördern und sind deswegen auch stark dabei, die Community von allen möglichen Playern im KI-Bereich zu vernetzen und hier mit einzubringen. Wir freuen uns also ganz besonders, dass es zu dieser Auftaktveranstaltung so viele interessierte Nachfragen gab, so viele Interessierte, die jetzt auch gekommen sind. Und das soll nur eine von vielen Veranstaltungen sein, die wir im Rahmen dessen machen. Wir wollen Sie da auch auf dem Weg des Projektes mitnehmen. Ja, OpenGPTX ist gestartet. Wir sind schon mitten im Planungs- und Projektentwicklungsprozess und freuen uns natürlich, dass wir mit diesem wegweisenden Projekt auch in den kommenden 3 Jahren KI-Sprachmodelle entwickeln können, auch neue datengetriebene Geschäftsmodelle ermöglichen können. Und damit möchte ich auch direkt an unsere Projektleiterin hier im KI-Bundesverband übergeben. Dr. Camilla Liefen steht neben mir und kommt auch mal ganz kurz auf die Bühne hier. Genau, Camilla ist Projektleiterin für OpenGPTX bei uns im KI-Bundesverband und hat auch dieses Event heute hier organisiert. Deswegen, Camilla, ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert sicherlich, was erwartet Sie heute an diesem Nachmittag hier? Genau, also auch einen wunderschönen guten Tag von mir. Herzlich willkommen. Es ist ganz großartig, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute. Wir sind heute hier, um das OpenGPTX-Projekt das erste Mal öffentlich vorzustellen, um Einblicke zu geben in das Vorhaben, in dessen Ziele. Was möchte das Projekt erreichen? Wie möchte es das tun? Und vor allem, warum ist das denn überhaupt so wichtig? Bei den Experten und Expertinnen aus dem Projekt gibt es heute 2 kleine Änderungen. Marie Blom und Peter Krämer können heute leider nicht teilnehmen. Sie werden aber dankenswerterweise von Kollegen und Kolleginnen des Fraunhofer Institutes für intelligente Analyse und Informationssysteme sowie vom GAIA-X National Hub bei Akatech auch ersetzt. Das sind einmal Nicolas Flores Herr und Carolina Held von Fraunhofer und einmal von Michael Ziegelmeier von Akatech bzw. GAIA-X. Ja, klasse, dass wir so prominent hier heute vertreten sind. Camilla, dieses Event machen wir ja nicht einfach so. Also was ist vielleicht auch deine Interessenslage? Was wollen wir quasi von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern heute hier hören? Wie kann man sich beteiligen? Genau, also Sie werden ja zunächst von den Experten und Expertinnen des Projektes hören und im Anschluss haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ihre Fragen können Sie während der ganzen Veranstaltung uns zukommen lassen, bitte nicht im Chat, sondern über die Q&A-Funktion unten an Ihrem Bildschirm. Und natürlich, wenn die Veranstaltung auch vorbei ist, können Sie uns auch jederzeit über unsere Webseite kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich vielleicht involvieren möchten aktiv. Oder einfach, wenn Sie sich informieren möchten über die Projektfortschritte, schauen Sie auf unsere Webseite OpenGPTX oder bei Twitter oder bei LinkedIn. Da sind wir auch vertreten. Ja, vielen Dank an Camilla Liefen. Genau, also Sie haben es schon gehört, Sie können uns gerne Fragen einreichen. Ich bekomme die dann hier auf meinem Tablet vor mir. Also dementsprechend, wir freuen uns da sehr über Ihre Fragen und wollen das Ganze auch interaktiv gestalten. Genauso natürlich Ihre Anmerkungen bringen uns auch sehr weiter. Also gerne, statt die Hand zu heben, jetzt in dem Fall, damit wir gut durchkommen, in 1,5 Stunden am besten über die Q&A-Funktion hier bei Zoom. So, wir sind schon mitten im Programm und wollen natürlich einen Einblick gewinnen in was
OpenDBTX eigentlich umfasst. Und damit begrüße ich schon unseren ersten Gast. Dr. Nicolas Flores-Herr ist Teamleiter für KI-Dokumentanalyse am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme. Ein ganz schöner Zungenbrecher, weil man kann es ja auch abkürzen mit Fraunhofer IAIS. Genau, innerhalb von OpenDBTX nimmt Fraunhofer IAIS und auch Fraunhofer IIS die Konsortialführung. Sie realisieren das Training von funktionsfähigen und einsatzbereiten KI-Sprachmodellen sowie die Entwicklung eines Gaia-X-Knotens. Und damit könnten wir eigentlich keinen besseren Experten hier auf der Bühne begrüßen als Nicolas Flores-Herr, der sich natürlich als Konsortialführer sehr intensiv damit beschäftigt, wie das ganze Projekt mit allen Playern, die daran beteiligt sind, zusammengefügt wird. Und damit möchte ich auch gleich die Bühne an dich übergeben, Nico. Vielen Dank, Vanessa. Vielen Dank, Camilla. Ich möchte erstmal alle Anwesenden begrüßen. Ich muss mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen, wie das ist, die Leute dann eigentlich nicht zu sehen. Aber ich hoffe, Sie können alle mich sehen und hören. Dann würde ich jetzt mal versuchen, die Präsentation zu starten. Der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Wir schauen uns das gerade mal kurz okay. an. Genau. Vielleicht kannst du schon den einen oder anderen Satz sagen, einführend, bis wir die Präsentation freigeschaltet haben. Ich gebe dir dann gerne kurz ein Zeichen. Okay. Okay, müsst ihr jetzt gehen. Okay, gut. Ich habe auch gesehen, dass mein Video noch gespiegelt war. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber es ist grandios. So, und jetzt, okay. Microsoft PowerPoint, unknown steht da. Also falls jetzt da eine geheime Präsentation erscheint. Ah, okay. Das hatte ich eigentlich schon mal alles freigegeben. Gut. Okay. Sorry. Ich habe auch wirklich schon mal in Zoom präsentiert. Ich bin kurz raus und wähle mich wieder ein. Dann, ich hoffe, ihr unterhaltet euch gut. Bis gleich. Ja. Sonst würde ich vielleicht fast vorschlagen, auch angesichts der Zeit und weil Jan Terhag auch schon da ist von Aleph Alpha, dann würde ich einfach vorschlagen, wir ziehen den Vortrag von Jan Terhag vor, wenn das in Ordnung ist. Genau, Jan Terhag ist bei Aleph Alpha AI Research Manager und Aleph Alpha verfügt nämlich als eines der nur wenigen Unternehmen hier über ein weltweit und auch eine sehr weitreichende Erfahrung beim Training großer Sprachmodelle. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Aleph Alpha auch Teil dieses Konsortiums ist. Und dieses Know-how bringt Jan natürlich auch in das Projekt OpenGPTX ein. Genau, Jan, vielleicht erzähl uns mal gerne aus Perspektive auch eines der führenden europäischen Anbieter im Bereich der Sprachmodelle und der großen KI-Modelle. Was bringt ihr bei OpenGPTX ein? Was können wir in dem Feld erwarten? Ja, wir bringen natürlich ein, dass wir schon eine Weile mit großen Sprachmodellen experimentiert haben, gerade eben mit dem Fokus auf Mehrsprachigkeit im Hinblick auf europäische Sprachen. Die großen Sprachmodelle, die als erste am Markt waren von OpenAI und auch DeepMind, können natürlich auch neben Englisch andere europäische Sprachen zum gewissen Grade, vermissen aber typischerweise den kulturellen Kontext, weil die Daten in der Regel übersetzt wurden oder die nicht englischsprachigen Quellen eher zufällig im Trainingsdatensatz vorhanden waren. Bei OpenGPTX wollen wir natürlich einen anderen Weg gehen und ganz gezielt die europäischen Sprachen hier auch enablen in dem Kontext großer Sprachmodelle. Und genau dieses Ziel deckt sich auch mit dem, was Aleph Alpha anstrebt. Jetzt sehe ich, der Nico ist zurück und hat auch seine Folien, also wir können gerne in der Reihenfolge verbleiben, die wir ursprünglich... Okay, dann cool. Machen wir das so, genau. Zurück zum Nico. Genau, erstmal die Einführung und dann mal den Deep Dive von Jan Terhag. Ja, okay, machen wir es so. Danke, Jan. Dann sieht man auch gleich, dass wir ein Konsortium sind und dass es nicht hier eine One-Man-Slideshow ist. Also,
Aufbau eines Gaia-X-Knotens für große KI-Sprachmodelle und Sprachapplikationsservices ist der Name des Antrags, den wir letztes Jahr beim BMWK, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, gestellt haben im Rahmen des Gaia-X-Programms. Und was hat uns dabei eigentlich angetrieben? Ja, wir haben schon seit vielen Jahren im Bereich Natural Language Processing gearbeitet und haben dann auch, und das kam dann auch letztes Jahr immer stärker hervor, dass große KI-Sprachmodelle eine stark wachsende Bedeutung im Bereich NLP haben und disruptives Potenzial. Zum Beispiel im Bereich Sprachassistenten, Chatbots, intelligente Suche, Textgenerierung und so weiter. Das Feld NLP an sich ist insgesamt auch schon sehr groß und soll irgendwie mit bis zu 43 Milliarden Dollar im Jahr 2025 Umsätze machen. Ich glaube, es wird sogar noch viel mehr werden, wenn wir jetzt dann, das werden wir auch, glaube ich, bei Jan später noch hören. Für uns ist es wichtig, dass wir in Deutschland und Europa einen Start machen. Und deswegen haben wir gesagt, große KI-Sprachmodelle sind eine Schlüsseltechnologie, die wir hier in Deutschland und Europa beherrschen wollen. Wie wahrscheinlich viele der Anwesenden gelesen haben, dass diese großen KI-Sprachmodelle bisher fast ausschließlich von amerikanischen und chinesischen Unternehmen entwickelt wurden und der Zugang zu zahlreichen dieser großen KI-Sprachmodelle steht in der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Forschung nicht offen zur Verfügung. Es kommen zwar immer mehr rein, aber dann ist natürlich auch die Frage, wie stark ist die Sprache Deutsch da berücksichtigt? Und auch andere Themen, die wir dann auch, wo Jan auch später noch drüber sprechen wird. Also für uns, wie gesagt, war der Hauptausgangspunkt hier, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und das wollen wir natürlich mittels Gaia-X machen. Und was hat uns bei Gaia-X eigentlich hier so beeindruckt? Das waren erstmal zwei Punkte. Und zwar die wirklich hier so dieses X ausmachen. Einmal das Thema Infrastruktur. Große KI-Sprachmodelle fallen nicht vom Baum und können auch schwer auf einem Laptop berechnet werden, als sei denn man hat sehr, sehr viel Zeit. Aber ich sag mal, das ist was zum Beispiel bei GPT-3 haben, sind sehr große Computercluster, haben sehr lange gebraucht, um ein Modell der Größe GPT-3 zu berechnen. Das war das eine. Und das andere ist natürlich auch, das ist eine Erfahrung, die wir als Fraunhofer in vielen Projekten gemacht haben, ist der Zugang zu Daten. Und deswegen auch das Thema Dateninfrastruktur. Und das waren zwei Aspekte, und da kommen wir später in der Diskussion noch genauer rüber, die uns sehr angesprochen haben, in diesen Gaia-X-Kosmos einzutauchen. Und damit wir eben auch gefördert werden, haben wir uns entschieden, praxisnahe Anwendungen zu machen in Gaia-X-Domänen, und zwar in der Domain Mobilität, Finanzwesen und Medien. Und das ist war für uns eben wichtig, diesen Gaia-X-Domain Advanced Smart Services anzubieten. Ja, zum Beispiel Sprachassistent, NLP-Dienste und so weiter. Wie wollen wir das Ganze erreichen? Ja, das ist für uns natürlich ein wesentlicher Baustein, die jetzt gerade in Entstehung befindlichen Gaia-X Federation Services. Zum Beispiel ist auch das Thema Federated Catalog davon großem Interesse. Wenn wir einmal so Services haben, wie können wir die anbieten? Wie kann man die europaweit auch bekannt machen? Das andere ist eben auch das Thema Infrastruktur. Ich habe es vorhin angesprochen, ist die Nutzung von High-Performance-Computing-Systemen, zum Beispiel dem in Jülich, aber auch Dresden und Jonos und auch Fraunhofer wollen hier zu der Recheninfrastruktur beitragen. Das Konsortium ist relativ groß und ich könnte zu jedem Partner noch viel Größeres sagen eigentlich. Aber ich möchte mal kurz eingrenzen, worum es geht. Wir haben Anwendungspartner. Wir sehen hier den Westdeutschen Rundfunk im Bereich der Broadcaster. Wir haben die Firma Control Expert, die Domäne Finanzen und Versicherungswesen betreut. Wir haben aber auch den Anwendungsbereich
Mobilität, der auch über die Fraunhofer Speaker-Plattform, wo auch Firmen wie BMW mit dabei sind, realisiert wird. Dann haben wir zahlreiche Forschungseinrichtungen, DFKI, Forschungszentrum Jülich, TU Dresden und natürlich auch Jonas, die mit ihrer Gaia-X-Kompetenz und natürlich auch ja, für das, was sie dann eigentlich auch noch bekannt sind, das war für uns dann wirklich eine schöne, runde Sache, in dieses Konsortium dann reinzugehen. Wir haben einige Use Cases erstellt. Die Use Cases sind aktuell noch Work in Progress, das ist alles noch vorläufig. Aber was könnte man zum Beispiel mit einem großen KI-Sprachmodell machen? Und beim WDR haben wir uns überlegt, zum Beispiel digitale Produktentwicklung. Ja? Und das ist eine Sache, die im Moment ein sehr heißes Thema ist. Das zweite ist die Analyse von Content und Verträgen. Hier spielen insbesondere die Mediatheken eine große Rolle. Ein Großteil dieser Mediatheken haben jetzt auch Text. Woher haben sie die Texte her? Die haben die Texte natürlich durch die Sprachtranskription, durch automatische Sprachtranskription im Wesentlichen. Und das macht die Mediatheken sehr einfach durchsuchbar. Das wird seit vielen Jahren gefahren und die Mediatheken sind mittlerweile so groß und umfangreich geworden, dass man jetzt nur nach besseren Verfahren sucht, diese auch zusammenzufassen. Der Use Case im Bereich Versicherung, da geht es im Prinzip um zwei Teile, über die wir uns im Moment Gedanken machen. Einmal das Thema Dokumentenanalyse. Wie kann ich mithilfe eines großen KI-Sprachmodells die Dokumentenanalyse so gut gestalten, dass das Thema Claims Processing stark verkürzt wird. Also von dem Extraktion von Bedeutung aus diesen vielen Dokumenten. Jeder, der mal hoffentlich nur einen leichten Auffahrunfall hatte, wie ich vor 2 Jahren, der weiß, wie viele Papiere und Scans man sich hin und her schickt. Und mir fiel es dann zum Schluss, obwohl es nur eine Rückleuchte war, auch sehr schwer, dann da durchzublicken. Und das soll halt stark abgekürzt werden mit Hilfe von großen KI-Modellen. Ein anderes Punkt ist natürlich, es ist unmittelbar ein Schaden passiert und man möchte jetzt den Kunden oder die Versicherung möchte ihre Versicherten begleiten, diesen Schadensfall schnellstmöglich abzuwickeln. Das Thema Mobilität. Hier, das ist relativ naheliegend, ein persönlicher Assistent als Car-Expert kann sich vorstellen, ich fange an, mit meinem Auto zu sprechen. Und hier ist auch die Verbindung zu dem anderen vom BMWK geförderten Projekt Speaker vorhanden. Und da freuen wir uns auch, hier tiefer in die Use-Case-Findung einzusteigen. Zusammenfassung: Für uns sind große KI-Sprachmodelle made in Germany ein wesentlicher Baustein zur Erlangung der digitalen Souveränität. Und wir wollen natürlich nicht nur forschen in diesem Projekt, sondern wir wollen auch zeigen, wie können wir mithilfe von diesen großen KI-Sprachmodellen Mehrwerte schaffen, die sich später im Anschluss an das Projekt dann auch in Produkten und in Nutzen bei der Wirtschaft umsetzen lassen. Und dafür ist eben diese innovativen KI-Sprach-Applikations-Service, das ist für uns der Schlüssel dazu. Und um immer mehr und immer größere Modelle auch zu trainieren, brauchen wir eben eine Infrastruktur für Rechner und Daten, um große KI-Modelle wie am Fließband zu erzeugen. So unser Wunsch. Vielen Dank und sehr gerne können Sie auch mich persönlich erreichen oder wir machen, wenn Sie noch Fragen haben, können wir hier gerne im Q&A uns drauf austauschen. Ja, vielen Dank, Nicolas Flores Herr, für diesen super Überblick, den wir da durch dich gewonnen haben. Ich glaube, wir haben jetzt ja auch nochmal die Möglichkeit, durch die Panel-Diskussion, die später folgt, nochmal tiefer einzublicken. Eine Frage kam auch schon zum Thema, wie kann man sich einbringen als Konsortialpartner oder andersweitig. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen, um gleich an Jan Terhag jetzt nochmal zu übergeben. Jan wird aus Perspektive von Aleph Alpha jetzt nochmal auch zeigen, was läuft im Bereich der Sprachmodelle eigentlich schon global. Und darauf sind wir gespannt.
So. Ich hoffe, das klappt jetzt hier reibungslos mit dem Teilen der Folien. Kann man das sehen? Okay, wunderbar. Ja, herzlich willkommen nochmal. Es freut mich, dass ich heute hier dabei sein darf und Aleph Alpha in der Runde vertrete. Kleine Entschuldigung vorweg, ich habe Folien auf Englisch gemacht. Ich war mir nicht ganz im Klaren darüber, dass wir heute Deutsch sprechen können, aber ich denke, so rum ist es auch einfacher, wenn ich Deutsch spreche. Die Folien sind auf Englisch, aber ich denke, das Gesagte ist ohnehin vielleicht relevanter. Ja, ich möchte heute gerne sprechen über die Transformation vom Informationszeitalter zum Wissenszeitalter. Das ist für mich ein ganz zentraler Aspekt, wenn wir über diese neuen Technologien reden. Und ich möchte da anfangen mit einem Zitat von John Naisbitt. Und er hat gesagt, "We are drowning in information, but starved for knowledge." Also zu Deutsch etwa, wir ertrinken in Information, aber hungern nach Wissen. Und ich denke, das ist etwas, was man unterschreiben kann heute mehr denn je. Nicht nur wird immer mehr Information, immer mehr Daten produziert, sondern auch die Rate, mit der wir Daten produzieren, wächst stetig. Und es wird immer schwieriger, dieser Daten Herr zu werden, die relevanten Informationen zu filtern, zu verarbeiten, gerade an dem Punkt, wo der Mensch ins Spiel kommt bei der Interaktion mit digitalen Systemen. Und ich will ein bisschen darüber sprechen, wie große Sprachmodelle in dem Kontext diese Lücke füllen können, um von reiner, roher Information eben zu Wissen und Verständnis zu kommen. Wenn wir mal nochmal auf den größeren Gaia-X-Kontext gucken, sehen wir, dass Gaia-X überspannt eine ganze Menge Domänen von der Produktion, Medizin, Wissenschaft, Agrartechnik. Und ich glaube, es ist fair, wenn man sagt, eigentlich keine dieser Domänen leidet darunter, dass es eine Knappheit an Daten oder Informationen gibt. Aber diese Informationen auch zu nutzen, das erfordert tiefes Domainverständnis oder Expertenkenntnisse, spezielle Werkzeuge, um große Datenmengen zu verarbeiten. Und das führt natürlich dazu, dass diese relevanten Informationen und die wichtigen Aspekte vielen Leuten vorbehalten bleiben. Und hier können uns Sprachmodelle helfen, diese Informationen verfügbar zu machen und damit auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Ich will über ein paar Szenarien sprechen. Ich fange mal mit etwas ganz Einfachem an. Öffentliche Verwaltung, Bürgerdienste, ein typisches Szenario, in dem eigentlich alle Regularien und Regeln natürlich öffentlich sind. Sie können hingehen und nach einer Internetsuche alle Formulare, Gesetzestexte und sowas finden. Trotzdem kann es Ihnen im Einzelfall schwerfallen, vielleicht eine Antwort auf Ihre Frage zu bekommen. Nehmen Sie an, Sie wollen vielleicht Elterngeld beantragen. Ihre konkrete Situation mag von Ihren familiären Verhältnissen, Einkommen etc. Abhängen. Und irgendwie ist diese Konstellation natürlich durch die allgemeineren Regeln abgedeckt. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind vielleicht der Sprache nicht ganz mächtig oder haben zumindest mit der formalen Sprache ein Problem oder allgemein auch mit der Bedienung solcher Suchmechanismen. Dann müssen Sie im Zweifelsfall jemanden konsultieren. Das kann schwierig sein, vielleicht einen Termin zu bekommen oder lange dauern. Und hier kann jetzt ein digitaler Assistent natürlich diese Information sofort auf Ihre ganz spezielle Situation zugeschnitten verfügbar machen, Ihre Fragen beantworten, vielleicht eine Übersetzung anbieten, vielleicht sogar Formulare für Sie ausfüllen und damit diese Services einfach wesentlich zugänglicher machen. Und das eigentlich zu jeder erdenklichen Zeit. Ein Blick vielleicht auf ein etwas komplexeres Szenario in Produktion oder Wartung. Es wird ja viel über die Knappheit von qualifizierten Arbeitskräften gesprochen. Auch das ist ein Aspekt, wo digitale Assistenz, deshalb denke ich, auf dem Vormarsch ist.
Es gibt ja jetzt schon Modelle in der Form von Augmented Reality, wo man quasi unterstützt wird bei der Durchführung spezifischer technischer Aufgaben, Reparaturen beispielsweise, indem man Informationen über Teile und Maschinen eingeblendet bekommt, zum Beispiel auf dem Overlay mit einer Brille. Aber das ist natürlich relativ statisch. Also Sie können einen Teil erkennen, Sie können vielleicht dazu die passende Seite aus der Spezifikation oder dem Betriebshandbuch laden. Aber es ist anders, als wenn Sie jetzt, ich sag mal, einen erfahrenen Kollegen nebendran haben, der Ihnen Schritt für Schritt erklärt, was zu tun ist. Und hier genau in so einem Szenario, der Nico hat es eben auch schon bei dem Fall mit dem Versicherungsschaden gesagt, kann jetzt ein Modell, was multimodal ist, sprich was neben Sprache vielleicht auch noch Bilder oder gesprochene Sprache erkennen kann, helfen, indem man praktisch wirklich interaktiv mit dem Modell zusammen so eine Operation durchführen kann. Detaillierte Anweisungen erhält, vielleicht auch gewarnt wird, ja, wenn man was falsch macht oder vor Gefahren und damit also das Wissen ein Stück weit demokratisieren an dieser Stelle. Dann möchte ich noch kurz eingehen auf eine Vision, die mir als Forscher natürlich besonders am Herzen liegt. Ich nenne das jetzt mal den digitalen Labor- oder Forschungsassistenten. Und ich glaube, jeder, der in der Forschung mal gearbeitet hat, weiß, es ist wahnsinnig schwer, gerade in einem sich schnell bewegenden, kompetitiven Feld, wie jetzt eben zum Beispiel auch der AI, auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Das Feld bewegt sich schnell, es kommen eine große Anzahl von Publikationen heraus und man kann eigentlich seine ganze Zeit damit verbringen, die zu lesen. Und hier kann jetzt auch wieder ein Sprachmodell tatsächlich einen Paradigmenwechsel einleiten, dass man also viel weiter kommt, als man das mit einer bloßen Suche könnte, ja, wo ich hingehe und vielleicht eine Datenbank von Publikationen nach bestimmten Keywords suche, sondern das Modell kann jetzt Veröffentlichungen für mich lesen, präzise zusammenfassen, empfehlen, was für mich dabei relevant ist. Und was dabei eben besonders interessant ist, dadurch, dass die Kapazität, Informationen aufzunehmen, eigentlich unbegrenzt ist, kann ich natürlich auch Empfehlungen bekommen aus angrenzenden Feldern, die ich sonst vielleicht nie in Betracht gezogen hätte, sodass da ein Informationsaustausch ermöglicht wird in einer Dimension, die bisher eigentlich nicht vorstellbar war. Ich übergehe das letzte Beispiel mal in Anbetracht der Zeit. Vielleicht noch ein bisschen persönliche Meinung hier auf der Folie. Und zwar will ich einfach klar sagen, man sieht, es gibt da sehr, sehr große Chancen und Möglichkeiten. Es gibt allerdings auch große Herausforderungen. Das ist klar. Wenn wir uns auf Modelle in solchen Kontexten verlassen wollen, wenn wir unsere Entscheidungen auf solche Empfehlungen aufbauen wollen, und da kann es ja nicht nur vielleicht ökonomischen Schaden geben, wenn was schief läuft, sondern im schlimmsten Falle vielleicht sogar eine Bedrohung für die Gesundheit oder so Ähnliches, dann müssen diese Modelle natürlich verlässlich sein, robust und konsistent, Antworten geben, die faktenbasiert sind und sich nichts ausdenken. Und was mindestens ebenso wichtig ist, die Entwickler, Anbieter und Betreiber dieser Modelle müssen transparent und objektiv sein. In dem Zusammenhang, glaube ich, ist diese Initiative OpenGPTX mit der Betonung auf Open halt so wichtig. Ja, wenn wir eine Abstraktionsschicht jetzt zwischen die Information legen und den Menschen, die natürlich unheimlich mächtig ist, weil sie eine große Informationsmenge verwertbar macht, dann ist es aber wichtig, dass diese Schicht auch neutral ist, ja, keine versteckte Agenda verfolgt und in irgendeiner Form gebiased ist, ja, wenn Information eben dadurch aufgenommen wird. Trotz der Herausforderungen, ich glaube, wir müssen das annehmen, diese Herausforderungen, weil die Chancen einfach so groß sind. Und an der Seitenlinie zu stehen, ist keine Option. Das wäre so, als ob man vielleicht vor 25 Jahren gesagt hätte, das Internet
interessiert uns nicht, wir bleiben beim Faxgerät. Und dann wird man diesen Übergang vom Informations- zum Wissenszeitalter verpassen. Und ich denke, das ist nicht, was wir wollen. Genau, damit komme ich zum Ende. Ich habe zum Abschluss noch ein Zitat, das lese ich jetzt nicht vor, was vielleicht eher ein bisschen unterhaltsam ist. Genau, und bedanke mich schon mal. Vielen Dank, Jan Terhaag. Ich glaube, es ist insbesondere im Bereich der Sprachmodelle ja sehr wichtig, dass wir auch Use Cases und Anwendungsbeispiele ins Auge fassen. Deswegen danke für die Einblicke in verschiedene Bereiche. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt an den ganzen Anwendungsbereichen, die für Sprachtechnologie in Frage kommen, wo Sprachmodelle eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns da auch von der Anwendungsseite nähern. Also daher danke für diese Einblicke. Und du hast mir im Grunde schon die Überleitung etwas vorweggenommen mit einem Fokus auf Europa. Uns geht es natürlich bei OpenGPTX ganz stark darum, eine europäische Lösung zu finden, die nicht nur den Ambitionen hinterherhinkt, die wir in China und in den USA sehen, sondern eben eine europäische Alternative bietet, die auch einen Anspruch hat, etwas anders zu machen, nämlich im Bereich der europäischen Werte, auf die wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Und damit begrüße ich unseren nächsten Gast, Professor Dr. Georg Rehm. Er ist Forscher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI, einem der wichtigen Forschungsinstitute im Bereich der Künstlichen Intelligenz in Deutschland, die auch global wirklich Strahlkraft haben. Herr Rehm, ich würde direkt an Sie übergeben. Sagen Sie doch gerne mal aus DFKI-Perspektive, wie sind Sie an OpenGPTX beteiligt? Genau, vielen Dank. Ich habe dazu was vorbereitet. Vielen Dank, Vanessa. Die europäische Ebene werde ich jetzt im Folgenden etwas näher beleuchten. Ich gehe ganz kurz auf die Beiträge des DFKI in dem Projekt ein, dann auf das weitere Thema Sprachtechnologie und Europa, zu dem wir schon seit vielen Jahren arbeiten. Ganz kurzer Ausflug in die Richtung digitale Infrastrukturen und Interoperabilität. Und danach schlage ich den Bogen zur Rolle von OpenGPTX in diesem größeren Gebilde Europa. Dieses Visual habt ihr schon gesehen im Vortrag von Nicolas Flores her. Das ist unser allgemeines Schaubild, das so ganz grob die wesentlichen Komponenten des Projekts veranschaulicht. Die DFKI-Beiträge sind ungefähr hier verortet. Wir kümmern uns um die Leitung des Arbeitspakets, das den großen Gaia-X-Knoten für OpenGPTX erstellen wird. Das wird auch wahrscheinlich nicht nur ein Knoten werden, sondern vermutlich mehrere Knoten. Einer dieser Knoten wird das European Language Grid, das sehen wir unten links. Das ist ein EU-Projekt, das ich koordiniere, das jetzt in den letzten Zügen ist. Das wird im Juni enden. Wir sind beteiligt an dieser mittleren Infrastrukturschicht, sowohl und auch an der Entwicklung der Sprachmodelle. Zudem kümmern wir uns auch ein bisschen um Datensammlung, Datenkuratierung, Training von Sprachmodellen und die Entwicklung von Geschäftsmodellen. Das klang im Eingangsvortrag ebenfalls schon an. So, ganz kurzer Ausflug nach Europa. Wir haben hier in Europa natürlich eine mehrsprachige Gesellschaft, eine mehrsprachige Informationsgesellschaft, 24 europäische Mitgliedssprachen, also Mitgliedstaatensprachen, die alle auf Augenhöhe operieren, die haben alle den gleichen Status. Da gibt es nicht die eine Sprache, die wichtiger ist oder besser als andere Sprachen. De facto ist es aber so, dass das Englische natürlich alles dominiert. Und dazu zeige ich auch gleich die ersten Daten und ersten Ergebnisse aus einem Projekt, das sich mit der Messung der Sprachgerechtigkeit in Europa beschäftigt. Neben den 24 offiziellen EU-Sprachen haben wir noch sehr viele regionale Sprachen. Wir haben Minderheitensprachen, ko-offizielle Sprachen, nationale Sprachen ohne offiziellen EU-Status. Isländisch beispielsweise, wenn wir mal die eigentliche Europäische Union verlassen, oder Norwegisch sogar in zwei verschiedenen Varianten. Wir haben dazu die Sprachen von Handelspartnern und von Geflüchteten. Ukrainisch wird gerade natürlich sehr relevant, dazu natürlich auch Russisch. Dazu gibt es auch eine Reihe von Initiativen in ganz Europa. Das ist, wie gesagt, ein Arbeitsschwerpunkt bei uns im Team seit mehr als 10 Jahren. Wir haben dazu unten rechts die Timeline, eine ganze Reihe von Projekten veranstaltet, koordiniert, betreut, Veranstaltungsreihen ins Leben gerufen, verschiedene Studien gemacht, Technologie entwickelt und aktuell eben sind wir
mit den Projekten European Language Grid, das auch in OpenGPTX eine zentrale Rolle spielen wird und European Language Equality unterwegs. Hier können wir festhalten, dass wir ein massives Ungleichgewicht in Bezug auf die Unterstützung der Sprachen Europas durch Technologien haben. Das möchte ich ganz kurz erläutern anhand der Ergebnisse eines Projekts, das heißt European Language Equality. Auf der nächsten Folie wird dann deutlich, warum ich diese Folie zeige. In diesem Projekt haben wir mit mehr als 50 Partnern aus ganz Europa, Partner aus Industrie, aus der Forschung, Ideen gesammelt, Empfehlungen gesammelt, Daten erhoben, um schließlich zu einer strategischen Forschungsagenda zu kommen, zu einem Plan, einer Roadmap, um bis zum Jahr 2030 digitale Sprachgerechtigkeit in Europa herzustellen. Was heißt das? Wir haben zahlreiche Sprachen in Europa und nur das Englische ist sehr, sehr gut unterstützt durch Technologien wie große Sprachmodelle. Und viele andere Sprachen leiden unter dieser Dominanz des Englischen, beziehungsweise andersrum sind eben nicht so hervorragend unterstützt durch Technologien. Wir haben eine ganze Reihe von Berichten geschrieben, haben auch Sprachressourcen gesammelt, also haben erhoben durch die ganzen Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa, was existiert eigentlich an Technologien, an Ressourcen, an Datensets, an Sprachmodellen für eure Sprachen. Das haben wir in die European Language Grid Datenbank importiert. Das war ein langwieriger Prozess. Und daraus ist dieser Graph entstanden. Wir nennen das die Digital Language Equality Metric. Hier jetzt mit Bezug nur auf die technologischen Faktoren. Die Skala ist vielleicht erstmal nicht relevant. Also wir sehen, Englisch ist absolut dominierend. Dann kommt ein kleines Cluster von Deutsch, Spanisch, Französisch mit ganz guter Unterstützung. Und dann beginnt schon der Longtail mit Sprachen, die wenig Technologieunterstützung haben. Ja, und ganz, ganz viele Sprachen rechts, viele unbekanntere Sprachen, kleinere Sprachen, Minderheitensprachen, regionale Sprachen werden überhaupt nicht unterstützt. Das ist ein Problem. Wir haben in ähnlicher Weise auch quasi die sprachpolitische Situation beziehungsweise das politische, sozioökonomische Ökosystem in den jeweiligen Ländern untersucht, sind da zu ganz ähnlichen Resultaten gekommen. Das heißt, für das Englische liegt ein guter Kontext vor, für das Deutsche auch, für das Französische auch. Und viele Sprachen, das heißt dieser Graph eigentlich, viele Sprachen brauchen mehr politischen Willen, brauchen mehr Unterstützung und brauchen mehr Funding. Das Ganze können Sie sich auch live ansehen im European Language Grid. Das ist dann quasi immer tagesaktuell, wie das die Datenbank gerade berechnet. So, wir haben also jetzt hier zusammenfassend festhaltend, den Zustand, dass das Englische ganz hervorragend unterstützt wird. Dann haben wir das Cluster mit Deutsch, Spanisch, Französisch. Dann kommt der Longtail mit vielen Sprachen, mit keiner oder nur sehr wenig Unterstützung. Und wir haben natürlich die vielen Informantinnen aus der Forschung, aus der Industrie gefragt, was ihre Ideen sind, was ihre Bedarfe sind. Und eine der wichtigsten, sehr stark viel genannten Empfehlungen ist, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Forschung und Industrie die Entwicklung und Bereitstellung von LLMs fordern, also von Large Language Models für ihre Sprachen. Dabei gibt es eine ganze Reihe von oft genannten Problemen, ja, dass es nämlich an Daten mangelt. Ja, es gibt keine nutzbaren Daten, Daten, die fair sind, also findable, accessible, interoperable und reusable. Man muss Daten irgendwie zusammensuchen, dann ist vielleicht die Nutzung nicht ganz klar rechtlicherweise, was so ist mit Web-Scrape-Data. Wir haben problematische Situationen, was die Nutzung von HPC-Clustern, also High-Performance-Clustern angeht. Davon brauchen wir nämlich sehr viel mehr in Europa, damit wir auch wirklich rechnen können. Und wir haben eine ganze Reihe von Lücken in der Forschung, wie wir von einer Situation, in der wir nur ganz wenig digitale Daten haben, für eine Sprache zu nutzbaren Sprachmodellen für diese Sprache kommen. Beispielsweise nur ein ganz kleiner Auszug hier. Dazu kommt natürlich ressourcenschonendes, energieeffizientes Training, Selbstkonsistenz, das kam bei Jan Terhak gerade schon vor, Bias, Datenqualität und so weiter. Diese ganzen Empfehlungen sammeln wir derzeit. Das wird zusammengeschrieben, wird als Buch publiziert und dann auch im Europaparlament vorgestellt in der zweiten Jahreshälfte. Genau, im Zuge der Aktivitäten in Gaia-X, und das ist meine vorletzte Folie, haben wir natürlich neben Gaia-X noch eine ganze Reihe von anderen sehr wichtigen, sichtbaren digitalen Infrastrukturinitiativen in Europa, wie die AI-on-Demand-Plattform. Da hat Fraunhofer auch
eine größere Rolle in dieser Aktivität. Wir haben EOS, die European Open Science Cloud, NFDI in Deutschland. Die Kommission in Brüssel baut gerade neue Data Spaces auf. Und es gibt noch einige weitere. Und hier findet sich tatsächlich die Situation wieder. Und ich bin in einigen dieser Initiativen beteiligt. Und wir haben tatsächlich in diesen Initiativen Arbeitsgruppen mit identischen Zielsetzungen, wo wir gerade identische Themen besprechen in mehreren Initiativen, wie zum Beispiel zentrale Authentifizierung. Welche Formate nehmen wir? Welche semantischen Beschreibungsformate für Metadaten, für Datensets? Wie kann man das alles zusammenbauen, ontologisch beschreiben, sodass wir Ressourcen nachnutzen können? Das heißt, die Interoperabilität zwischen Services, Plattformen, Infrastrukturen wird immer wichtiger, immer relevanter, auch immer dringender, weil natürlich die Uhr tickt wegen des Drucks aus Asien und aus den USA. Diese Themen bringen wir ein als OpenGPTX, als Speaker und weitere Projekte in die Normungsroadmap KI, die derzeit vom DIN vorbereitet wird. Und hier können Gaia-X und müssen Gaia-X und OpenGPTX natürlich für die Sprachtechnologie wichtige Impulse liefern mit europaweiter Sichtbarkeit. Das ist ganz zentral. So, also was ist nun die Rolle von OpenGPTX für Sprachtechnologie für Europa? Wir haben hier in OpenGPTX machen wir Bleeding Edge Forschung, wie wir so schön sagen. Die Forschungsereignisse überschlagen sich. Täglich kommen neue Resultate, die publiziert werden. Neue Modelle werden angekündigt. Und hier erhoffen und erwarten wir signifikante Beiträge in Bezug auf große Sprachmodelle, die entwickelt werden von uns im Projekt, die bereitgestellt werden. Natürlich auch Daten, Code und Tools, die wir entsprechend auch verfügbar machen unter OpenGPTX. Das Projekt kann und soll hierbei, das ist mir auch sehr wichtig, als Blaupause dienen, als mögliches Template-Projekt für andere Länder, als Vorarbeit für andere Länder und Sprachen in Europa, die ebenfalls größere Sprachmodellprojekte aufgleisen wollen. Wir sprechen als DFKI, als Language Grid und so weiter mit der Kommission, mit dem Parlament in Brüssel regelmäßig über den aktuellen Stand der Aktivitäten und werden hier OpenGPTX natürlich einbringen und entsprechend wichtige Impulse setzen können. Und das gilt auch für die Interoperabilität von Plattformen, Tools und APIs, wie gerade kurz dargestellt über die verschiedenen Aktivitäten rund um Gaia-X in dem Projekt. Wenn Sie das alles noch mehr interessiert, Sie mehr erfahren möchten, kurzer Werbeblock. In knapp 2 Wochen findet unsere Konferenz Metaforum statt, zum 11. Mal mittlerweile. Da werden wir das Thema rund um European Language Grid, European Language Equality noch ein bisschen genauer beleuchten in 2 Tagen in Brüssel. Man kann auch virtuell teilnehmen. Vielen Dank. Ja, prima. Herzlichen Dank, Georg Rehm. Ich glaube, dein Vortrag zeigt schon sehr gut, dass das natürlich auf der einen Seite eine Riesenchance ist für Europa, dass wir so vielfältige Sprachen haben und wir da auch wirklich führend werden können. Also man sieht das ganz stark, finde ich, auch im Dachraum. Der ist groß genug letztlich, um vielleicht auch noch mit Lösungen wie GPT-3 zum Beispiel oder WUDAO, wurde ja vorhin angesprochen, klarzukommen. Mhm. Aber wir sprechen auch vom KI-Bundesverbandseite viel mit unseren osteuropäischen Partnerverbänden zum Beispiel oder mit den skandinavischen Partnerverbänden. Für die ist das ein Riesenthema, wie man das auf kleinere Sprachräume auch übertragen kann. Also dementsprechend, das kann, glaube ich, eine Riesenchance sein, aber ist natürlich auch die Gefahr, hier für Europa abgehängt zu werden. Deswegen bin ich jetzt auch gleich gespannt auf die Panel-Diskussion, weil da wollen wir nämlich auch nochmal die Frage des USPs, was unterscheidet OpenGPTX eigentlich von anderen Modellen, nochmal tiefer beleuchten. Ich begrüße auf der virtuellen Bühne drei Leute, die Sie jetzt schon gehört haben. Nicolas Flores-Herr werden Sie gleich nochmal hören, auch Professor Dr. Georg Rehm und Jan Terhaag. Carolina Held ist auch mit dabei. Carolina, dich begrüße ich auch ganz herzlich auf der Bühne. Du bist Business Developer am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme, also im Team von Nicolas Flores-Herr. Und neu dabei auch hier in der Runde ist Michael Ziegelmeier. Michael vertritt heute den Gaia-X Hub Germany, der bei ACATEC angesiedelt ist, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, und er ist Referent für die wissenschaftliche Begleitung von OpenGPTX und zuständig für die Vernetzung der 11 Gaia-X-Förderprojekte, weil wir wollen ja nicht in unserem eigenen Silo-Denken verschwinden, sondern ja auch gucken, wie können wir uns mit den anderen Gaia-X-Förderprojekten vernetzen. Daher ist uns diese Perspektive und natürlich auch der Blick auf Gaia-X besonders wichtig.
Ja, herzlich willkommen in der Runde. Ich möchte erstmal nochmal auf dieses Thema des USPs zu sprechen kommen, den Georg Rehm auch gerade, finde ich, super beleuchtet hat. Es gibt ja zahlreiche KI-Sprachmodelle in der Welt und es kommt immer wieder auch dazu, dass sich neue und bessere und stärkere Modelle herausbilden und auf den Markt kommen. Georg Rehm, vielleicht auch nochmal konkret dazu, wo ist da eigentlich noch der Bedarf nach einem eigenen europäischen Sprachmodell? Ja, natürlich. Nicht nur nach einem, sondern nach vielen. Ja, es gibt ja die Idee, dass man ein großes Sprachmodell hat, das man dann in verschiedenen Richtungen feintunen kann. Das Forschungsgebiet, also Language Modeling nennen wir das, oder Large Language Models, ist aktuell noch extrem dynamisch. Da sind viele Entwicklungen noch sehr massiv im Fluss. Und da müssen wir als Deutschland, als Europa die entsprechende Expertise aufbauen, die Kapazitäten aufbauen, dass wir hier entsprechend mitmischen können. Ja, es hatte ja gesagt, es gibt täglich neue Ergebnisse, die dann auch kontrovers diskutiert werden, angewendet werden im Sinne von Open Science. Und da darf Europa nicht den Anschluss verlieren. Wir waren in dem Gebiet Sprachtechnologie vor 20, 25 Jahren mal führend. Deutschland war gerade sehr, sehr führend in den 90er Jahren mit Verbmobil, einem großen Projekt, das viel produziert hat, viel IP produziert hat, insbesondere auch viele Köpfe produziert hat, die dann die Forschung maßgeblich mitgeprägt haben in der ganzen Welt. Und jetzt kommen die neuen Durchbrüche und hier dürfen wir den Anschluss nicht verlieren. Genau, Europa hatte ein relativ genuin eigenes Setup mit Hunderttausenden von KMUs bzw. SMEs. Mit sehr vielen Sprachen, Vanessa, du hattest es gesagt. Es gibt den Bedarf überall, ja, nach maschineller Übersetzung, nach intelligenten Sprachassistenzsystemen, wie auch in Speaker untersucht. Und aktuell definieren Sprachmodelle hier den Stand der Kunst, den Stand der Forschung. Die Technologien, die wir aktuell alle tagtäglich benutzen, basieren schon auf großen Sprachmodellen. Ja, wenn ich sage, die wir tagtäglich benutzen, dann sind das die Commodity Services der Hyperscaler, wenn wir zum Beispiel Websuche benutzen oder uns in Social Networks tummeln. Und hier muss Europa natürlich aufholen, die entsprechenden europäischen Werte vertreten, wie wir so schön sagen. Ja, das heißt natürlich, dass die Sprachmodelle, genau, Jan Terhak nennt das so gut, die Selbstkonsistenz, dass sie die mitbringen, dass sie keine Unwahrheiten halluzinieren, das ist so anthropozentrisch irgendwie, also dass sie keinen Blödsinn generieren, kann man beinahe flapsig sagen. Wir müssen da die Themen Bias und Hate Speech, Datenqualität in den Griff bekommen. Ein Punkt, den wir im Projekt auch sehr tief untersuchen werden, betrifft die Kombinierung von symbolischen und subsymbolischen Verfahren. Also wie können wir symbolische Wissensbasen wie Knowledge Graphs, Ontologien und so weiter mit großen Sprachmodellen eigentlich verbinden, um so das Beste beider Welten herauszuholen. Und letztlich, wenn man es nochmal so auf einen allgemeinen Nenner bringen kann, dann dürfen wir natürlich nicht kritische Teile unserer europäischen IT-Infrastruktur auf den Ergebnissen von Akteuren aus anderen Regionen der Welt basieren. Ja, das müssen wir schon selbst machen, sonst, also wenn wir es nicht selbst machen, dann macht es keiner für uns. Speziell diese Sprachenvielfalt, die kulturelle Vielfalt, da sollten wir uns drum kümmern. Ja, absolut. Jan Terhak, ihr seid ja mit Aleph Alpha auch sehr global vernetzt und einer der wenigen Vorstöße, die es in Europa im Bereich der großen KI-Modelle gibt. Vielleicht kannst du mal aus deiner Wahrnehmung berichten, was macht OpenGPTX so spannend? Genau, was das spannend macht, ist natürlich der offene Ansatz. Und das Bewusstsein dafür, dass Sprache mehr ist als der Syntax, sondern dass natürlich Sprache auch stellvertretend ist für einen Kulturraum und einen europäischen Kulturraum hier insbesondere, der vielfältig ist. Wir haben intern immer ein ganz beliebtes Beispiel gehabt, wenn wir jetzt gespielt haben, zum Beispiel mit einem großen Modell von OpenAI, dem führenden US-amerikanischen Anbieter. Und wir fragen das Modell nach einem beliebten Sportclub. Egal, ob wir auf Englisch, Deutsch oder Französisch fragen, kriegen wir halt zur Antwort die New York Nets. Ja, und man sieht, natürlich ist es sehr in dem amerikanischen Kulturraum verhaftet. Und wenn wir jetzt ein Modell trainieren, was speziell
auch darauf trainiert wurde, den Sprachen Beachtung zu schenken und auch den Informationen, die in diesen Sprachen vorliegen, dann bekommt man, je nachdem, in welcher Sprache man fragt, vielleicht Antworten wie der FC Bayern München oder Paris Saint-Germain. Ja. Und das ist natürlich jetzt ein ganz harmloses Beispiel, aber man darf natürlich nicht vergessen, die Sprache als stellvertretendes Merkmal für einen Kulturraum definiert natürlich auch in der Interaktion mit so einem Modell, was ist denn sagbar, was ist gesellschaftlich akzeptiert, wie ist die Ansprache, was gilt da als höflich. Und das sind Aspekte, die, glaube ich, in so einem Projekt auch adressiert werden sollten. Ja, absolut. Ein Punkt, der jetzt gerade in der Runde ja schon mehrfach anklang, ist der Punkt der europäischen Werte. Das finde ich immer ein sehr weiter Begriff, wo sich jeder wahrscheinlich was Unterschiedliches drunter vorstellt. Deswegen, Herr Michael Zeigemeier, an Sie würde ich gerne die Frage setzen. OpenGPX schreibt sich ja die Mission von europäischen Werten ganz oben auf die Mission und Fahne bei der Entwicklung der Sprachmodelle. Was heißt es denn konkret und wie wird das im Projekt umgesetzt und überwacht? Ja, also das ist natürlich nicht nur bei OpenGPDX so, sondern auch bei GAIA-X insgesamt. Also erstmal willkommen in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich persönlich begreife GAIA-X eher als eine Art Einladung an Europa, aber auch an die ganze Welt, um eben unsere gemeinsame digitale Zukunft offen und fair für alle zu gestalten. Und in dem Zusammenhang wird dann oft von dem Stichwort digitale Souveränität gesprochen. Ja? Und was heißt das jetzt konkret? Darüber machen wir uns momentan sehr viele Gedanken, wie wir eben diese Unteraspekte von digitaler Souveränität technisch konkret umsetzen. Ja? Also wie machen wir das mit Offenheit, Transparenz, Datenschutz, Interoperabilität und eben dem freien Marktzugang? Das sind so die europäischen Werte, die wir in dem Kontext definieren. Und um das anschaulich zu machen, sind ja neben OpenGPDX noch 10 weitere Förderprojekte, die wir betreuen, gestartet jetzt in den letzten Monaten. Und die alle sollen eben als Demonstratoren zeigen, wie GAIA-X ein geeigneter Rahmen ist, um das eben umzusetzen. Wichtig ist jetzt, dass wir es schaffen, dass sich die Akteure in diesem Netzwerk natürlich über diese Förderprojekte auch hinaus gegenseitig vertrauen. Und dafür haben wir jetzt bei der GAIA-X AISBL auch ganz erhebliche Fortschritte gemacht im letzten Jahr. Es gibt jetzt ein GAIA-X Trust Framework, es gibt einen zertifizierten Labeling-Prozess. Und bei diesen Prozessen handelt es sich eben um community-basierte Prozesse. Das heißt, wir haben offene Dokumente, die jeder anschauen kann und bei denen ganz klar ist, wie die Regeln denn konkret aussehen. Und da steht es auch jedem frei, diese Prozesse mitzugestalten. Das sagen wir ganz ausdrücklich. Also wir schließen niemanden aus. Eine Sache muss aber klar sein. Wir halten uns natürlich an diese genannten europäischen Werte. Ja? Unser Ziel ist, in der Digitalwirtschaft in Europa ein gemeinsames Level Playing Field zu gestalten. Und da müssen kleine und mittelständische Unternehmen genauso mitspielen können wie Hyperscaler. Und ich glaube, das ist auch eines der Kernziele von OpenGPDX, so wie ich es verstanden habe. Die Idee ist ja, dass die Regeln in der analogen Welt für alle gleich gelten und das wollen wir in der digitalen Welt auch haben. Und diese unilateralen großen Sprachmodelle helfen uns da eben nicht weiter. Und um das zu überwachen, haben wir jetzt eben im letzten Jahr die GAIA-X AISBL geschaffen. Das ist eine neutrale Stelle in Brüssel und die legt eben diese Regeln, die ich gerade erwähnt habe, final fest und überprüft sie am Ende auch, vergibt die entsprechenden Labels an die Services, wie zum Beispiel jetzt an die Use Cases im Projekt OpenGPDX. Und dieser neutralen Stelle kann man dann eben vertrauen und dadurch haben wir ein Netzwerk, was ein so starkes Vertrauen hat, dass wir diese Mehrwerte von GAIA-X eben entfalten können. Und das ist dann unabhängig davon, wie groß die einzelnen Player am Markt sind. Also das gilt für ein kleines Unternehmen genauso wie für Google. Ja, wenn es um den Einsatz von KI im Bereich der Sprache geht, dann klingt ja auch immer sehr schnell die Sorge nach Verzerrung, also Stichwort Bias an. Georg Rehm, vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen. Wie wollen wir quasi bei OpenGPTX Bias reduzieren? Wie können wir das überwachen und mitbedenken? Genau, das wird immer als sehr einfache oder ja, als so globales Problem dargestellt. Aber tatsächlich ist das alles andere als einfach. Ja, wir wissen zum Beispiel nicht, wie wir, oder es gibt noch keine klare Übereinkunft darüber,
welche Dimensionen von Bias eigentlich existieren. Ja, es wird oft gesprochen von Hate Speech oder von Offensive Language, von genderbezogenen Aspekten, von Political Bias, also ist das irgendwie links, Mitte, rechts auslegender Content. Was passiert, wenn man solchen Content mit in Sprachmodelle mit reingibt in das Training? Und dann passieren solche Effekte, wie vor einigen Jahren einem amerikanischen Hyperscaler passiert sind. Die haben einen entsprechenden Chatbot gebaut, der dann per Twitter plappern konnte. Das haben die dann online geschaltet, haben sehr schnell festgestellt, dass der dann Hate Speech behaftete Parolen von sich gegeben hat. Und dann wurde das Ding sehr schnell abgeschaltet. War halt eine schlechte Idee, hätten sie vielleicht besser testen sollen, ja, oder darauf achten sollen, dass sie da nur Content nutzen für das Training, der adäquat erscheint für den Anwendungsfall. Also diese kritischen Punkte oder die Kritik, die oft geäußert wird gegenüber Sprachmodellen, ist dann eigentlich nur eine Technologie schon, eine sehr mächtige Technologie, die in vielen sprachtechnologischen Anwendungen aktuell den Stand der Kunst definiert. Die Kritik wird dann laut, wenn Sprachmodelle oder Anwendungen, die auf Sprachmodellen basieren, wenn die zu schnell, zu voreilig, zu ungetestet deployed werden, und dann hat man eben möglicherweise mit dem, ja, mit Problemen zu kämpfen, die dadurch entstehen. Ja, wir müssen uns eine Reihe von Aspekten anschauen in dem Projekt, unter anderem die Datenqualität der Trainingsdaten, mit denen die Modelle trainiert werden. Wir müssen weiterkommen hinsichtlich der Frage, wie wir Bias eigentlich klassifizieren, kategorisieren, wie wir darüber sprechen, welche dieser Kategorien oder Dimensionen von Bias eigentlich problematisch sind und in welchen Anwendungsfällen, und wie wir das genauer, ja, quantitativ auch einschätzen können, wie stark Sprachmodelle unter Bias leiden, sag ich mal. Das waren jetzt nur einige Punkte, die ich dann nennen kann. Also die Themen Bias, Sprachmodellevaluation und vor allem auch die Qualität von Sprachmodellen. Die werden immer wieder genannt als die großen Baustellen. Die müssen wir uns im Projekt anschauen, und zwar sehr genau. Ja, dazu passt eigentlich auch ganz gut die Frage aus dem Publikum von Gerhard Heyer. Die bezieht sich nämlich auf die Datenbasis. Auf welcher Datenbasis sollen die Sprachmodelle denn gerechnet werden? Ich würde euch bitten, wenn ihr dazu was sagen wollt, gerne einfach kurz die Hand heben, dann kann ich euch aufrufen. Aber ich kann ganz kurz was dazu sagen. Hallo, Herr Heyer. Wir haben jetzt schon das erste große Sprachmodell fürs Deutsche gerechnet, basierend auf den Daten, die wir so relativ unproblematisch finden konnten zum Deutschen. Unserer Einschätzung nach das Größte, was wir aktuell haben fürs Deutsche. Das müssen wir noch genauer evaluieren. Wir haben eine ganze Reihe von Ideen, wie wir speziell den Datensatz, den wir fürs Deutsche benutzen, noch ergänzen können durch verschiedene Daten. Ich hatte die Frage eben schon gesehen, hatte ich mich sehr darüber gefreut. Und da werden wir eine Reihe von Kooperationen anstreben mit anderen Einrichtungen, um zu sehen, ob wir deren jeweilige Daten nutzen können für das Training großer Sprachmodelle. Hier werden wir auch Synergien natürlich bekommen, die mit den oben genannten, also die ich in meinem kurzen Vortrag genannt hatte, die Projekte European Language Equality, European Language Grid, sind ebenfalls dafür vorgesehen, dass wir über diese Netzwerke, über diese Plattform weitere Sprachdaten mit beziehen können, um sie dann mit zu trainieren. Entsprechend, letzter Punkt, wollen wir auch im Europaparlament weiter für das Thema Werbung machen, die Sichtbarkeit erzeugen und die Wahrnehmung dazu erzeugen, dass wir da auf europäischer Ebene gemeinsam als Europa mehr dafür tun müssen, um mehr Sprachdaten für die Forschung nutzbar zu machen. Ja, prima. Das Thema der Verzerrung ist ja nicht das Einzige, was quasi generell in diesem Kontext der Sprachmodelle kritisch ist. Jan Terhak, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher ausführen, welche anderen kritischen Punkte gibt es? Auch gerade, es kam noch die Frage auf zum Carbon Footprint. Auch das ist natürlich beim Trainieren von Modellen ein ganz entscheidender, die Energieeffizienz dabei. Jan, vielleicht mehr dazu von dir. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt, weil man natürlich mit jeder Generation bisher neuer Sprachmodelle gehört hat, dass sie noch größer, noch Rechenkapazität hungriger sind als die vorhergehende. Es gibt inzwischen aber auch andere Ansätze. Das heißt, effizienter zu werden im Hinblick auf die Rechenkapazitäten und Datenmengen, die genutzt werden müssen. Interessanter Ansatz da zum Beispiel ist, dass man sagt,
das Modell muss nicht mehr alles Weltwissen absorbieren. Es soll natürlich Sprache verstehen, aber das Wissen kann im Prinzip auch außerhalb des Modells leben. Das heißt, es hat dann entweder Zugriff auf eine große Datenbank oder auf das Internet und kann so dynamisch Wissen, was in der Konversation oder der Interaktion mit dem Nutzer gefordert ist, einbringen. Und da gibt es inzwischen Veröffentlichungen, die zeigen, dass man da mit deutlich weniger Parametern, weil das Modell also nicht das Wissen in sich aufnimmt, sondern einfach nur lernt, es extern zu lokalisieren, ähnliche Performance erzielen kann. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was der Georg gesagt hat, ein wichtiger Aspekt, und ich glaube, so ehrlich muss man sein, die Frage nach der Vermeidung von Verzerrung, von Bias, von problematischen Inhalten ist tatsächlich nicht abschließend beantwortet. Ich denke, man muss auch so fair sein und sehen, dieses Feld in der Geschwindigkeit ist natürlich auch noch sehr jung. Dieses Paper, was so ein bisschen die aktuelle Generation von Modellen begründet hat, ist erst vor weniger als 5 Jahren erschienen. Insofern ist es, glaube ich, auch fair zu sagen, dass das Work in Progress ist. Was wir schon gelernt haben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist, dem Modell absichtlich einfach blinde Flecken zu verpassen, greift zu kurz. Also zu sagen, wir machen jetzt eine Liste von unerwünschten Inhalten oder Wörtern, die wir anstößig finden oder rassistisch oder sexistisch, das funktioniert nicht. Die Modelle werden im Einsatz mit solchen Inhalten konfrontiert werden und sollen natürlich adäquat darauf reagieren können. Und die aktuelle Forschung geht vielmehr dahin, eigentlich die Modelle im bestimmten Kontext steuern zu können, Kontextinformationen zu geben, um eben zu wissen, was ist adäquat. Nicht immer ist anstößige Sprache vielleicht unadäquat. Denken Sie jetzt an Kunst, Jugendsprache, was weiß ich. Und dem Modell also Metainformationen mitzugeben, wann was erwünscht ist, wann was akzeptabel ist und welche Position es vielleicht auch einnehmen soll in einer Auseinandersetzung mit einem Benutzer, das erscheint ein vielversprechenderer Ansatz zu sein, sodass das Modell das Gesamtbild, sag ich mal, von erwünschten und unerwünschten Inhalten kennt und im Einzelfall dann beurteilen kann, was angebracht ist. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Anmerkungen. Übrigens auch an alle anderen Speakerinnen und Speaker, wenn ihr zwischendrin Anmerkungen habt, einfach ganz kurz mir ein Signal geben, dann rufe ich euch dazu auch gerne auf. Also es muss nicht Frage nach Frage gehen. Ihr könnt auch gerne nochmal aufeinander euch, aufeinander entgegnen. Ich möchte jetzt kurz... Also an der Stelle möchte ich sagen, ergänzend zu dem, was Jan und Georg gesagt haben, Es sollte nicht nur eine technische Diskussion bleiben. Im Rahmen von OpenGPTX haben wir ein technisches Projekt, aber mein Wunsch als Projektleiter ist es natürlich auch, dass wir eine Diskussion anstoßen über diese Thematik. Jetzt nicht nur speziell über unser Projekt, aber es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es ist natürlich auch vielfach im Gange, auch der KI-Bundesverband und viele andere hier beteiligte Einrichtungen stellen sich diesem Thema. Aber ohne den Diskurs, also dass Menschen miteinander reden darüber, was künstliche Intelligenz können darf, können soll, und wie damit umgegangen wird. Ich finde, das ist wichtig und das wird in vielen Bereichen gemacht. Aber hier denke ich, wäre es für mich wichtig, das im Bereich Sprache und Sprachmodelle zu machen. Absolut, Nico. Damit nimmst du mir eigentlich schon die Überleitung zu Carolina Held vorweg. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal den Fokus legen auf die Anwendungsorientierung, weil es ist natürlich schön und gut, wenn wir ein europäisches Modell haben und es ist schön und gut, wenn wir europäische Werte dahinter berücksichtigen, aber es wäre natürlich schade, wenn es auch keiner nutzt. Und ich weiß, viele in unserem Publikum sind KI-Unternehmen und sind natürlich explizit daran auch interessiert, wie können sie jetzt an OpenGPTX teilnehmen, wie können sie Schnittstellen auch zu der
zu den Sprachmodellen nutzen. Also dementsprechend, Carolina, hält vielleicht an dich die Frage. Genau, die Anwendung der Modelle ist sehr spannend. Welche Lösungen wird denn OpenGPTx für Unternehmen bereitstellen, die mit dieser Sprachtechnologie arbeiten wollen? Ja, vielleicht ganz allgemein schon mal gesagt, Sprachtechnologien in Form von Sprachassistenten oder auch Chatbots unterstützen bereits heute viele Menschen und Unternehmen dabei, den Alltag wirklich effizienter zu gestalten. Und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist die maschinelle Verarbeitung von natürlicher Sprache wirklich mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Was bedeutet, dass schon heute qualitativ anspruchsvolle Aufgaben automatisiert durchgeführt werden können und auch schon durchgeführt werden. Und das Sprachmodell, das wir innerhalb von OpenGPTx entwickeln, wird unterschiedliche Business-Lösungen unterstützen. So werden in Zukunft beispielsweise Kundendialoge automatisch durchgeführt werden können oder auch Artikel und Presseberichte automatisch erstellt werden. Und wir haben im Vortrag von Jan vorhin auch noch weitere Anwendungsfälle und Anwendungsszenarien gesehen, die für Sprachmodelle, wie wir sie bei OpenGPTx entwickeln, auch in Frage kommen. Genau, die Einsatzmöglichkeiten von solchen KI-Sprachmodellen sind also wirklich vielseitig und bieten Unternehmen sehr, sehr hohes Disruptionspotenzial, neue innovative Services und Produkte darauf aufzubauen, die sogenannten Advanced Smart Services, wie wir sie in diesem Projekt auch abbilden. Ja, danke, Carolina. Jan, dir möchte ich auch gerne nochmal das Wort geben, so aus Startup-Perspektive, weil ihr seid ja selbst als Aleph Alpha ein junges, aufstrebendes Technologieunternehmen, wie viele eben, die auch zuschauen, etwa zum Beispiel aus unserer Mitgliedschaft. Was sind denn zum einen die Bedürfnisse, die vielleicht Startups nochmal explizit und kleinere Unternehmen an OpenGPTx richten können und auch welche Vorteile wird es für Startups und KI-Unternehmen geben, mit OpenGPTx zu interagieren? Ja, also zum einen, glaube ich, müssen wir neben den Modellen auch dafür sorgen, dass es eine starke und einfach zugängliche Infrastruktur gibt. Das Modell ist ja eine Sache, aber natürlich das Modell nutzen zu können über gängige Schnittstellen, Technologien, die schon vorhanden sind. Die meisten Unternehmen fangen ja nicht auf der grünen Wiese an mit ihren IT-Systemen, sondern haben einen Bedarf für Integration, für flexible Schnittstellen. Ich denke, auch da kann OpenGPTx gerade in dem größeren Gaia-X-Kontext Brücken bauen, sodass diese Modelle einfach für einen größeren Teil, für eine größere Anzahl von potenziellen Anwendern zugänglich werden. Den Aspekt, den ich immer persönlich sehr, sehr interessant finde und ich habe es ja versucht, auch in meinem Vortrag anklingen zu lassen, ist diese Verschiebung jetzt von Information zu Wissen und damit eine größere Grad von Autonomie. Carolina hat schon gesagt, digitale Assistenten sind im Prinzip nicht neu, aber wir bewegen uns natürlich momentan da noch sehr in einem Bereich von der Anwendung von Regeln. Das heißt, wenn Entscheidungen zu treffen sind, dann muss der Mensch eingreifen und die Autonomie dieser Systeme ist noch eher gering. Und hier haben wir jetzt wirklich die Chance, diese Grenze zu verschieben. Diese Systeme verstehen die Information in einem gewissen Sinne und können tatsächlich ganz anders Entscheidungen selbstständig treffen und Aufgaben erledigen. Und der Anteil der Interaktion, die dann vielleicht für das Modell unentscheidbar bleiben und wo jetzt der Experte hinzugezogen werden muss, der wird dadurch kleiner, wodurch dann entsprechend natürlich die Effizienz gesteigert wird, ganz deutlich. Wir haben jetzt einen ganz starken Fokus auf die Unternehmen gelegt, aber und auch gerade auf bestehende Unternehmen, wie die mit OpenGPTx interagieren können. Aber ich glaube, ein großer Vorteil von OpenGPTx ist ja auch, dass viele neue Geschäftsmodelle darauf aufbauend entwickelt werden können. Nicolas Flores, vielleicht mal einen Blick in die Glaskugel. Welche Geschäftsmodelle fallen dir ein oder möchtest du quasi auch mit lostreten im Rahmen von OpenGPTx? Was ist da möglich? Ja,
Nee, es ist ja ein Forschungsprojekt, und in dem Forschungsprojekt beschäftigen wir uns jetzt erstmal damit zu schauen, wie kann diese Technologie überhaupt in bestimmten Bereichen eingesetzt werden. Das ist sozusagen auch der Auftrag, der mit der Förderung des BMWK an dieses Projekt kommt. Jetzt kann ich natürlich auch hingehen und schauen, wie sich überlegen, wie kann man, das hat Frau Held auch vorhin ausgeführt, zum Beispiel im Bereich von Dialogsystemen, also Conversational AI, wie kann man hier diese Mächtigkeit der Systeme nutzen, sie auch ja in der Wirtschaft nutzbar zu machen. Und mir fallen natürlich viele Geschäftsmodelle ein, jetzt als aus der Perspektive von Fraunhofer, deren Auftrag es ist, ja angewandte Forschung in der Wirtschaft zu machen. Wir hoffen natürlich mit OpenGPTX als Fraunhofer IAIS unseren Technologiekern zu stärken und auch bei Anfragen aus der Wirtschaft, insbesondere aus dem Mittelstand in Deutschland. Ich leite ja auch das Team Dokumentenanalyse, wo wir neben einer OCR sehr viele weitere Verfahren haben, um Dokumente besser zu verstehen. Und wenn jetzt ein potenzieller Kunde auf uns zukommt aus einem deutschen mittelständischen Unternehmen, 10 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, man hat die Firma nie gehört, Adresse irgendwo in einem 3000 Seelendorf, die haben dann sehr spezielle Probleme. Und in der Regel war es bisher so, dass viele dieser Projekte auch kompromittiert wurden, eben durch das Thema Daten. Das ist ja auch was Herr Ziegelmeier schon angesprochen hat. Aber es wurde auch kompromittiert eben dadurch, dass der Aufwand, um überhaupt zu zeigen, dass künstliche Intelligenz hier einsatzfähig ist, so groß war, dass wir bei einem Proof of Concept schon eigentlich, wenn wir ernsthaft rechnen würden, bei einer Viertelmillion wären. Und das gibt kein mittelständisches Unternehmen aus. Und insofern hoffe ich, dass eine etwas allgemeinere künstliche Intelligenz uns helfen kann, hier den Mittelstand auf breiter Front schneller zu überzeugen, auch mit uns in Projekte zu gehen. Das ist so aus der Perspektive von Fraunhofer. Aber natürlich unterhalte ich mich auch häufig mit Startups, und sind schon auch zahlreiche Startups jetzt auf uns zugekommen, die gesagt haben, das klingt spannend und wir würden das auch gerne einsetzen. Und die arbeiten gerade zum Beispiel mit GPT-3 und sind da auch nicht so glücklich, ja. Und produzieren da gute Ergebnisse, aber sagen, es können noch besser gehen. Und eben auch da die Wahlfreiheit zu stärken, das find ich wichtig. Aber das wäre jetzt nicht so direkt so. Das ist eher so die gesamtwirtschaftliche Blick in die Glaskugel, ja, und für Fraunhofer hatte ich das vorhin erläutert. Vielleicht nochmal kurz die Nachfrage, Nico, weil ich glaube, das war jetzt ein starker Fokus auf Wirtschaft, KMU, Startups. Wie sieht es denn aus mit anderen Sektoren, also zum Beispiel die Anwendungsbereiche für Forschung oder auch den öffentlichen Sektor? Da gibt es ja viele Bereiche, die quasi auch von Sprachtechnologie profitieren könnten. Ja, Forschung ist, ich denke, die großen Tech-Unternehmen haben gezeigt, dass früher vielleicht noch vor 10 Jahren war Forschung auf der Seite, Anwendung auf der Seite. Und die großen Tech-Unternehmen haben gezeigt, dass Forschung und Produkt oft gar nicht so weit voneinander entfernt liegen. Und das wäre auch mein Wunsch, dass wir das sozusagen als Projekt irgendwie vorleben können und dann auch, dass viele andere sich das auch abschauen bei uns und wir dieses Prinzip auch dadurch stärken. Für Gesellschaft kann man sich vorstellen, dass natürlich im Bereich Conversational AI, dass es viele Anwendungsfälle gibt, auch im Bereich Healthcare. Da habe ich neulich mit dem Team X mich ausgetauscht, einem anderen Gaia-X-Projekt. Wir haben einfach mal überlegt, wie wäre es denn, wenn es Sprachassistenten für pflegebedürftige Leute oder für ältere Leute geht, um ihnen zu helfen, beispielsweise länger zu Hause zu bleiben, weil viele ältere Menschen möchten sehr gerne lange zu Hause bleiben. Das ist auch so, das ist auch eine Stoßrichtung, die das DFKI verfolgt. Und das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden gesellschaftlichen Mehrwert. Und
andere gesellschaftliche Mehrwerte ist eben aber auch schon dieses Thema Mehrsprachlichkeit erhalten, Mehrsprachlichkeit schützen, weil wir, wenn Sprachen nicht durch KI gebührend abgebildet werden, wird auch die Kultur, die mit dieser Sprache verbunden ist, droht ihr auch zu verschwinden. Das ist auch das, was Georg eigentlich so schon zum Ausdruck gebracht hat. Fehlt dir jetzt noch was, Vanessa? Nee, absolut. Perfekt ausgeführt. Gut. Bandbreite abgedeckt, genau. Ich glaube, es wird klar, wie viel möglich ist für verschiedene Sektoren, aber auch wie viele Anwendungsbereiche es in dem Feld gibt. Jetzt läuft das Projekt ja auf Basis von Gaia-X-Standards. Und da möchte ich gerne nochmal Carolina Hell fragen, warum Gaia-X? Warum ist OpenGPTX quasi prädestiniert dafür, auf Gaia-X-Standards zu laufen? Ja, also das Training von solchen großen KI-Sprachmodellen, wie wir es bei OpenGPTX trainieren, erfordert zum einen wirklich große Mengen an Daten und natürlich auch an Rechenressourcen. Und allein die Daten, speziell die Unternehmensdaten, sind meist aus gutem Grund unter Verschluss und können für die Entwicklung von solchen Sprachmodellen im Normalfall nicht genutzt werden. Und das Ökosystem von Gaia-X bietet uns durch die föderierte Gaia-X-Infrastruktur wirklich die Möglichkeit, die Daten von verschiedenen Partnern, wie sie am Anfang des Projekts auch aufgezählt wurden, die unterschiedliche Domänen auch vertreten, diese Daten unter der Wahrung ihrer Datensouveränität zum Entwickeln von unterschiedlichen Sprachapplikationen zu nutzen. Somit bildet Gaia-X also für uns die perfekte Grundlage in dem Projekt, um sowohl skalierbare Rechenressourcen sowie vernetzte und anwendungsübergreifende Datenräume zu nutzen und diese der Erstellung von unseren großen KI-Sprachmodellen zugutekommen zu lassen. Herr Michael Ziegelmeier, die Frage ist natürlich prädestiniert auch nochmal dafür, dass Sie darauf eingehen. Genau, also gerne Ihre Ausführungen dazu. Ich glaube, Carolina Held hat ja schon einen großen Pitch gehalten, gerade für Gaia-X, aber vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht, was sind die Vorteile für ein Projekt wie OpenGPTX? Ja, ich kann mich da nur anschließen, was Carolina gesagt hat. KI braucht halt eine zuverlässige Datenbasis und auch der beste Algorithmus der Welt kann nicht besser sein als die Datenbasis, die dahinter steht. Und ich glaube, genau hier haben wir von Gaia-X für das Projekt OpenGPTX einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, was die anderen Sprachmodelle angeht. Und zwar vereinheitlichen wir ja mit Gaia-X die Semantiken und die Ontologien der Daten. Das heißt, wir haben für ganz unterschiedliche Datenquellen vereinheitlichte Bezeichnungen und Beschreibungen und Metadaten. Und an dieses Ökosystem kann OpenGPTX ja dann einfach andocken. Und kann sich dann eben durch das Trust-Framework und den Labeling-Prozess auf eine sehr hohe Qualität der Daten verlassen, was jetzt bei anderen Sprachmodellen, wir hatten vorhin darüber diskutiert, nicht in jedem Fall immer so ist. Und auch hier ist ja die Frage, inwieweit nicht Qualität auch dazu beiträgt, dass man ein gutes Modell baut, anstatt immer mehr Daten zu finden. Und was sehen wir in OpenGPTX? Für uns ist das, wie schon gesagt, wie die anderen Förderprojekte natürlich auch, vor allem ein Demonstrator, mit dem wir unserer Community zeigen können, Gaia-X funktioniert wirklich, ja, und es ist wirklich umsetzbar und liefert auch wirklich die versprochenen Mehrwerte, die wir über die letzten 2 Jahre formuliert haben. Und eine Sache ist mir da aber auch persönlich ganz wichtig. Also ich glaube, in der Runde, in der wir heute hier sind und wahrscheinlich auch unter den Zuschauern, in einer Szene, die sich mit KI sehr auskennt, da ist das wahrscheinlich den meisten Leuten klar oder es klang auch schon mal ein paar Mal durch. Wir müssen uns klar machen, dass solche Dinge wie große Sprachmodelle in Zukunft einfach kritische Infrastruktur werden. Wenn wir anfangen, in der Wirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung oder in Gesundheitsprojekten zum Beispiel, Nicolas hat es angesprochen, wenn wir da anfangen, im großen Stil auf gemeinsame Sprachmodelle aufzubauen, dann sind wir natürlich gut beraten, mit denen dann auch entsprechend umzugehen und entsprechend vorsichtig zu sein. Und ich glaube, den Spruch, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, den hört man schon seit 20 Jahren immer wieder. Ich glaube, wir sollten dann halt auch entsprechend damit umgehen. Also jetzt spätestens seit Anfang dieses Jahres verstehen wir, warum es sehr unklug ist, sich bei kritischen Infrastrukturen abhängig zu machen von einzelnen Akteuren, die nicht immer das gleiche Werteverständnis haben wie wir.
Und ich denke, das ist nicht übertrieben, wenn wir da sagen, jetzt in den vergangenen 100 Jahren waren das eben fossile Kraftstoffe und in der Zukunft sind es Daten. Und ein Aspekt darunter sind eben Sprachmodelle. Und hier ist es eben besser, wenn wir uns unabhängig machen davon und in Europa souverän agieren können. Und das ist ja der Punkt, wo wir mit Gaia-X auch ansetzen wollen. Also anders als, wenn wir bei den Beispielen bleiben, vielleicht die Energieindustrie oder auch die Telekommunikationsindustrie, haben wir uns eben zum Ziel gesetzt, dass wir diese Herausforderung noch etwas frühzeitiger erkennen und dann eben beheben, bevor sie und eben ganz groß wird und entsteht und uns über den Kopf hinaus wächst, wie wir es jetzt zum Beispiel in der Energieindustrie sehen. Und da ist natürlich OpenGPTX ein elementarer Bestandteil davon. Ja, vielen Dank. Wir neigen uns langsam schon dem Ende unserer Veranstaltung. Ich würde gerne nochmal die Runde öffnen, einfach für ein Statement von jedem von euch. Zum einen wäre es, glaube ich, nochmal wichtig für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu erfahren, wie ist eigentlich die Verwertbarkeit von OpenGPTX? Endet das, wenn wir 2024 nochmal zusammenkommen und damit ist quasi das Projekt gelaufen, oder wird es in irgendeiner Form eine Verwertbarkeit geben, sodass auch diejenigen Unternehmen und Forschungsinstitute, die sich zum Beispiel jetzt damit befassen möchten, wie können sie mit OpenGPTX auch die Schnittstellen nutzen, da auch langfristig interagieren können. Und auch gerne nochmal ein Plädoyer an die Zuschauerinnen und Zuschauer. So, was ist euer Wunsch an die Community da draußen? Wie soll man sich einbringen bei OpenGPTX in den nächsten 3 Jahren? Ich will vielleicht die Runde einfach mal kurz öffnen mit Carolina Held. Ja, genau. Also natürlich endet das Projekt nicht nach 2024. Unsere Basismodelle, die wir zur Verfügung stellen, die stehen auch weiterhin zur Verfügung und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Ich glaube, wir haben in dem Projekt das große Vorteil, dass wir wirklich anwendungsorientiert entwickeln mit Partnern und daraus stetig Erkenntnisse gewinnen, wie die Sprachmodelle angepasst werden müssen. Und freuen uns da auch auf Anfragen aus der Industrie, auf neue Anwendungsfälle außerhalb von dem Projekt, um wirklich zu verstehen, wie die Modelle bestenfalls aufgebaut werden müssen, damit sie auch eingesetzt werden können. Jan Tehak, dein Schlusswort. Ja, ich kann mich dem anschließen. Das natürlich endet das nicht. Das ist im Gegenteil, glaube ich, erst der Startschuss für eine Entwicklung in dieser Richtung. Und ich bin froh, dass man hier vielleicht nicht als Erster, aber auch nicht zu spät jetzt aus den Startlöchern gekommen ist und wie der Michael das eben gesagt hat, erkannt hat, dass das, was wir als kritische Infrastruktur bezeichnen, sich wandelt und wir da auch vorne mitspielen wollen. Michael Ziegelmeier? Ja, also ich kann mich den anderen beiden nur anschließen. Und ich glaube, das gilt auch für alle 11 Gaia-X-Förderprojekte. Wir stellen uns natürlich vor, dass das jetzt im ersten Schuss, sage ich mal, eine Anlaufförderung ist, um eben zu zeigen, dass Gaia-X umsetzbar ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich da über die nächsten 3 Jahre auch zahlreiche Geschäftsmodelle, wir hatten vorhin darüber geredet, entwickeln werden, die dann dazu führen, dass dieses Ökosystem weiterhin betreibbar bleibt. Und ich glaube, das ist bei den anderen Projekten auch nicht anders. Und gerade bei Sprachmodellen bin ich da auch sehr zuversichtlich. Georg Krim, dein Eindruck nochmal. Vielleicht 2 Punkte. Erst der technische Punkt der Verfügbarkeit oder der Verfügbarmachung der Resultate des Projekts. Wir hatten vor 10, 12 Jahren so die erste Initiative und haben rumgefragt, wo sind denn die Bedarfe in der deutschen und in der europäischen Sprachtechnologie-Community? Und da wurde ganz laut gesagt, ja, wir brauchen dringend gemeinsame Plattformen, über die wir gemeinsam arbeiten können, Daten austauschen können, Services austauschen können. Die haben wir jetzt ja mit European Language Grid. Es gibt auch noch eine Reihe von anderen vergleichbaren Initiativen. Gaia-X liegt da quasi auf so einer Metaebene oben drüber. Die Interoperabilität sogar zwischen diesen ganzen Plattformen herzustellen, was natürlich
nochmal eine Herausforderung ist in technischer Hinsicht bezüglich der Metadaten, der Ontologien, um diese ganzen Ressourcen zu beschreiben. Aber die Infrastruktur haben wir jetzt, beziehungsweise sie entsteht mit Gaia-X-Komponenten, wird weiter ausgebaut, wird hoffentlich auch auf der europäischen Ebene zum Erfolg. Und über diese verschiedenen Plattformen, über die Gaia-X-Knoten, die wir im Projekt bauen werden, werden wir dann alle Projektresultate natürlich verfügbar machen, das ist ja klar. Der zweite Punkt betrifft die Mitwirkung. Ich glaube, da gab es auch eine Frage im Tool bezüglich der Mitwirkung. Und es ging eben auch, was Nico sagte, bezüglich der Geschäftsmodelle. Vanessa, du hattest das ja auch angesprochen. DFKI leitet in dem Projekt das Arbeitspaket zur Entwicklung von möglichen Blaupausen für mögliche innovative Geschäftsmodelle. Früher oder später werden wir natürlich auch den eigentlichen Konsortiumszirkel verlassen und rausgehen in die Community und werden da Workshops veranstalten, werden mit interessierten Firmen sprechen, um zu schauen, wie da die Bedarfe sind, um diese Bedarfe dann einzubauen in die weiteren Entwicklungen innerhalb des Projekts. Ja, und last but definitely not least würde ich gerne das Wort nochmal an den Konsortialpartner oder Konsortialführer wenden. Genau, Nikolaus Flores Herr, du hast das Schlusswort und gerne auch nochmal einen Ausblick auf, was folgt denn jetzt die nächsten Wochen und Monate? Wann kommen wir wieder auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu? Wie können sie sich dann einbringen? Ja, wurde jetzt schon alles gesagt. Insofern will ich vielleicht nochmal kurz auf den Punkt Kooperation eingehen. Wenn hier Forschungspartner zuhören oder auch Kultureinrichtungen oder generell Organisationen, die große deutsche Textkorpora haben, die wir eventuell für dieses Forschungsprojekt verwenden können, dann freue ich mich über eine DM oder PN oder einfach auch über Vanessa. Das wäre sehr schön, weil da ist wirklich jede Hilfe gefragt. Das Modell wird ja auch, es wird ja mehrfach gesagt, auch Open Source frei zur Verfügung gestellt und womit wir dann auch Mehrwerte schaffen möchten und werden. Und Plädoyer ist, ich hoffe, dass wir sozusagen diesen Zusammenschluss aus Dateninfrastruktur, Computer, Recheninfrastruktur und auch KI-Exzellenz, dass wir diesen Zusammenschluss, dass sich der fortsetzt, dass der noch größer wird in Europa und in Deutschland. Und dass dieses Projekt erst der Start ist. An der Stelle sei auch nochmal das Projekt auch Leam erwähnt. Sehr spannend, kann man auch googeln und nachsehen. Aber dass es darüber hinaus auch sozusagen der Mut gefasst wird, hier wirklich große Initiativen zu machen. Und kleine Projekte, an denen ich auch beteiligt bin, die sind natürlich super und die erfüllen ihren Zweck, aber wir benötigen auch viele große und mutige Projekte. Die Tech-Firmen, die jetzt diese großen KI-Sprachmodelle rausgebracht haben, die waren auch mutig. Und ich glaube, das schaffen wir auch in Deutschland und Europa. Absolut. Also lasst uns zusammen groß denken. Ich glaube, das ist ja wirklich unsere Mission bei OpenDTX und auch bei Leon. Du hattest es erwähnt, wo es um große KI-Modelle und die Infrastruktur geht. Genau, zum Schluss bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke natürlich an diese Runde für die tollen Beiträge und die tollen Einblicke. Vielen Dank natürlich auch in erster Linie an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und unseren Projektträger, die BNetzA, für die Finanzierung, dass dieses Projekt überhaupt zustande gekommen ist und wir so passioniert loslegen können. Und vielen Dank an alle Konsortialpartner. Es war natürlich jetzt nur ein Auszug der Leute, die hier ganz rege im Hintergrund mitmischen, die ganzen Teams, die hier wirklich stark besetzt sind bei den ganzen Konsortialpartnern. Ihr habt es ja eingehend gesehen, das Konsortium ist riesig. Und ihr werdet sicherlich über die Zeit der 3 Jahre auch die Möglichkeit haben, da mal Einblicke zu gewinnen, welchen Beitrag jeder dieser Partner auch zu dem Projekt leistet.
Und vielen Dank auch nicht zuletzt natürlich an Sie da draußen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Einschalten und fürs Fragen stellen. Genau, nehmen Sie gerne das Kontaktangebot quasi auf sich und schalten Sie sich gerne auch wieder beim nächsten Mal dazu. Es ist, wie gesagt, nur die Auftaktveranstaltung jetzt gewesen. Also wir freuen uns über Ihre Fragen, Anregungen, auch über jetzt dieses Forum hinaus. Und genau, wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Sprachmodellen zum Erfolg zu machen und das in den nächsten 3 Jahren und natürlich auch darüber hinaus. Deswegen vielen Dank und einen schönen Abend. Bis dahin.